Hallo meine Trucker-Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute werden wir den großen Jahresrückblick machen. Ja, was ist bei Maximus alles so passiert und gerade so auf YouTube und natürlich in meiner kleinen Bubble hier mit dem Euro-Truck-Simulator. Und wir werden mal so einen kleinen Ausblick machen auf das Jahr 2021. Und ich denke mal, das Jahr 2021, das wird richtig gut. Und ich glaube auch für alle anderen werden gewisse Einschränkungen doch hoffentlich bald wieder vorbei sein. Und wenn ihr genau das Gleiche denkt, dann drückt die Katze oder ein Däumchen. Kuss geht raus. Ja, wir werden heute, wie gesagt, eine kleine Tour machen. Wir werden ein bisschen so über YouTube reden. Wir werden ein bisschen so über den Euro-Truck-Simulator nicht allgemein reden, weil das machen wir alles schon in den Livestreams. Aber auch gerade so, wie ich mich in der Zukunft sehe. Und bevor ich hier Ewigkeiten rumlaber, werde ich hier einfach schön im winterlichen Deutschland fahren. Weil heute ist Silvester und ihr werdet heute alle ins neue Jahr feiern. Und ich hoffe, ihr habt ein paar gute Vorsätze, so wie lernen, nicht so viel fressen, ein bisschen mehr Sport. Also den Mist, was man eigentlich sich immer vornimmt und wie erfüllt. Eure Vorsätze ab in die Kommentare. Und wenn es denn ins Jahr 21 geht, dann denkt mal eine Sekunde an Maximus. Und schreibt guten Rutsch oder was weiß ich, was man auch immer schreibt. Gut, wir werden heute in den CML-LKW gehen. Hat natürlich einen Grund, warum ich das mache. Warum auch? Ja, weil wir einfach hier drin sind. Wir haben unsere Miezekatze und wir haben unser Edeltraut. Warte mal, was war das? Oh. Maximus hat eine andere Frau hier im LKW. Ey, Junge, der hat's noch drauf, Mann, ne? Nicht nur früher, ne, Auto abschleppen, sondern nämlich auf Disco auch ein bisschen abschleppen. Ja, zwei Mädels am Start. Ach, okay, lassen wir's einfach. Wir machen die Katze weg. Ach, hör auf, ey. Ich weiß, der war schlecht, aber das ist halt Maximus, ja. Das ist er halt. So, ja, lass uns erstmal auf die Autobahn fahren. Schönes Wetter. Und ja, wir gehen einfach mal so zurück. Anfang 2020 hat ja keiner damit gerechnet, dass wir in so einen dramatischen, naja, Einschränkungen leben müssen. Wobei ich persönlich sagen muss, ich habe da nicht viel mitbekommen. Natürlich in den Medien, aber so persönlich, ja, habe ich nichts so mitbekommen, die mich jetzt so massiv einschränken. Ich gehe weiter arbeiten für die Leute, die gezwungenermaßen nicht arbeiten dürfen, können, und das ist natürlich echt heftig. Echt heftig. Man kann durchaus sagen, die YouTuber, also ein großer Teil, waren, oder die Influencer waren wahrscheinlich einige der Nutznießer dieser Pandemie, weil sie ihr Content besser verkaufen konnten. Ja, ich muss wirklich sagen, das Jahr war kein schlechtes Jahr. Das war ein gutes Jahr. Gerade so, man muss auch sagen, der Euro-Truck-Simulator ist jetzt nicht das Oberhype-Spiel überhaupt. Mir macht es aber persönlich immer noch Spaß. Und deswegen mache ich das auch. Ja? Man kann durchaus sagen, also ich habe knapp 6 Millionen Aufrufe. Boah, ist, denke ich mal, ganz gut. Kann man schon sagen. Also ich nehme das Video jetzt hier am 26. auf. Da kann sich natürlich noch einiges ändern. Vielleicht habe ich ja dieses Video hier haut durch die Decke. Das werde ich nämlich wieder als Premiere machen. Und könnt ihr dann wieder ein bisschen selber reinchatten und was der dann alles heute noch so veranstaltet. Und Unfall. Na, das war aber nicht so beabsichtigt. Was der heute alles so veranstaltet, wie er feiert. Vielleicht fahrt ihr auch einfach nur, weil eben nichts los ist, eine Runde Euro-Truck-Simulator. Oder guckt euch alte Videos von mir an. Auf jeden Fall. Guckt euch das an. Ja, man kann auch sagen, knapp 8000 Abonnenten habe ich dazu gewonnen. Muss man jetzt über die Jahre, so man Revue passieren lässt, ist es nicht mehr so viel. Warum? Weil YouTube immer wieder, nicht so wie früher, jedes halbe Jahr oder einmal im Jahr, denn so ein Umbruch macht und dann komplett alle rauslöscht. Nein, das wird immer wieder gemacht. Ja, immer mal wieder werden 5, 6 Leute rausgeknallt, dann kommen wieder welche. Es ist halt immer so eine Sache. Euro Truck Simulator ist natürlich nicht so das Zugpferd.
ja, gegenüber anderen Spielen, die ich durchaus spielen hätte können, um noch mehr Reichweite zu generieren, noch mehr Fame oder so. Aber das ist nicht mein Ansatz. Ja, ich habe schon einen Schritt gemacht, und zwar das hier, weil ich mit den Leuten geredet habe und die gesagt haben, ey, bis 100.000 warten, ist doch Quatsch, die haben die doch eh schon irgendwo gesehen. Und das war, denke ich mal, ein guter Schritt, gerade in den Livestreams. Ja, einige hatten ja doch ein ganz anderes Bild von mir. Sehe ich, keine Ahnung. Hübscher, hässlicher, dicker, größer, dünner, kleiner, ach, weiß ich, der Geier. Und mittlerweile muss ich wirklich sagen, haben sich die Leute daran gewöhnt, wie ich aussehe. Und das ist halt immer so ein Drahtseilakt, ne? Man hört jahrelang eine Stimme und dann kommt irgendwann mal das Gesicht und du sagst, ah ja, ganz ehrlich, das geht doch gar nicht. Das passt einfach nicht. Das passt in meinen Kopf nicht rein. Der sieht einfach nicht so aus, wie ich mir den vorstelle. Das ist genauso, wenn Leute intensiv ein Buch lesen und dann gucken sich einen Film an und sagen, nee, das passt nicht. Ich habe mir das anders vorgestellt. Genau so ist es. Aber ich habe über 100 Mitglieder. Das ist, ey, 1A. Davon sind 6, 7, die sogar den Diamanten-Sub dagelassen haben, aber über 70 haben natürlich den einfachen. Das habe ich natürlich gemacht, um den Leuten, na toll, jetzt ist hier noch ein Stau, ey. Ach, Herr Jemini. Ja, das können wir jetzt nicht machen, das sind wir ja jetzt schon typisch Maximus, ne? Ja, guck mal, hier ist ja noch Luft in der Pipeline. Ah, guck an! Einfach Luft anhalten, kommst du durch. Ganz einfach. Ja, kannst du einfach so machen. Ne? Also, das ist eine Unterstützung, wo du dann merkst, aha, und ich hätte damit nie gerechnet. Ja? Und ich merke immer mehr, dass so das Livestream mir viel mehr Spaß macht, mit euch zu interagieren und nicht. Und ich möchte, wenn ich jetzt so schon vorgreifen kann, nicht nur den Fokus auf Eurotax-Simulator setzen. Ja, aber dazu kommen wir noch. Also, wie gesagt, hier schön CML. Na, wir haben eine schöne Zeit. Wir haben wirklich schöne Wochen und Konvois gemacht. Ich erinnere mich an die 6 Stunden Livestream. Das werden wir auf jeden Fall 21 auch machen. Vielleicht schon im März. Vielleicht werden wir im März dann schon mal ein Wochenende richtig von um 18 Uhr bis 24 Uhr den 6-Stunden-Marathon, für mich Marathon, muss ich sagen. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Also das ist schon für mich anstrengend, da 6 Stunden durchzuhämmern. Gerade jetzt, wenn hier vom Lenkrad sitzt und hier vorne. Ach ja, ja. Da werden wir mal schön gemütlich machen. Na, ruhig und gediegen. Wird dann auf den Samstag sein. Ja, mal gucken. Erstmal müssen wir schauen, was SCS macht, mit welchen Updates. Vielleicht geht denn der Multiplayer nicht, dann ist der 6 Stunden auch halt irgendwie ein bisschen blöd, ne? Vielleicht geht ja schon der Multiplayer von SCS. Naja, mal schon. Aber dazu haben wir bestimmt schon genug gesagt. Deswegen, ich bin auf jeden Fall für das Jahr 21 beim Eurotrax-Monat sehr gespannt. Ja, so beim bei den Spielen gab es jetzt keins, was jetzt den Rang ablaufen konnte. Es bleibt immer noch das hier, das Hauptspiel. Ich probiere es ja immer wieder mit solchen. Weil ich muss auch ein bisschen Spaß haben. Weil für mich ist es manchmal so, und ich setze mich da, und ihr sagt doch immer wieder, ey Maximus, mach mal ein bisschen ruhiger. Ja, aber ich bin selbst so ein Getriebener. Ich bin so ein, ich habe einen gewissen Ansporn, ich habe so ein bisschen, ich will was erreichen, diesen Ehrgeiz, und das sollte jeder haben, jeder sollte irgendwo ein Ziel haben. Und dann kommen wir einfach mal, ja, mein Ziel ist einfach die 100.000. Und dann braucht ihr euch keine Gedanken machen, dass es denn Ende ist. Aber ich muss selbst Realist sein, wenn ich das schaffe. Und es sind noch 5.000, 6.000 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, wie viele jetzt noch sind. Das könnten wir nächstes Jahr, September, Oktober, schaffen. Und dann will ich nicht ruhiger machen. Ich will aber den Fokus ein bisschen anders setzen. Und zwar auf Livestream. Hier auf YouTube. Ihr braucht doch keine Angst haben, dass ich auf Twitch gehe. Ich mag Twitch nicht so und ich sehe die Zukunft eher hier. Hier seid ihr, hier bin ich und alles ist gut. Ja, ich denke, YouTube hat da noch einiges im Petto in der nächsten Zeit und
Ich werde das auch nie Vollzeit machen. Ich werde meine 40 Stunden weiter arbeiten gehen und das hier als Nebentätigkeit, ergo zwischen meiner Familie. Das ist halt dieser Fakt, ne? Meine Tochter, die wird halt immer ein bisschen älter und möchte halt immer noch ein bisschen mehr Zeit mit dem Vater verbringen. Und ich merke schon, wenn ich, naja, am Wochenende mein Livestream mache und dann trotzdem noch danach bis um 2 da sitze, entweder blöd laber mit den Jungs, was eigentlich auch total schön ist, oder ich dann einfach bis um 2 noch Videos mache für die kommende Woche. Und das zerrt dann schon. Deswegen kann man ja schon mal zu den Aussichten gehen, wenn dann wirklich das große Ziel erreicht ist, wird es erstmal nur 2 Videos geben in der Woche. Die aber länger werden. Ja, halbe, dreiviertel Stunde. Wie folgt. Ja, es wird immer noch mal ein paar Mod-Vorstellungen und die News, das bleibt. Eine Mod-Vorstellung eher so, wenn wirklich mein außergewöhnlicher LKW ist. Oder es kommt ein ja, LKW, wo ich sage, da muss ich sowieso rumbasteln und dann gibt es den LKW. Dann wird es dann so sein, dass ich halt mit dem LKW dann losfahre, ihn ankoppel und dann losfahre und auch einparken. Und deswegen eine halbe Stunde. Das, was ja viele mögen. Aber ist ja nicht alles. Es sind ja sonst immer 5 Videos kommen. Jetzt kommen nur noch 2. Was ist mit den anderen? Ja, da fehlen halt noch, ja, Adam Riese, noch ein paar Livestreams. Und dann wird das halt 3, 4 Livestreams von LKW-Simulationen. Das kann auch mal sein, dass wir den American Truck Simulator machen. Dann kann es auch sein, dass wir 2 oder sogar 3-mal Euro Truck Simulator machen, wo wir, spinnen wir mal rum, einmal Singleplayer machen mit einem schönen Mod-LKW, einmal den SCS-Multiplayer und einmal den offen oder öffentlichen Multiplayer, wo wir denn das machen. Und wenn ich dann einfach am Samstag sage, ich habe jetzt Bock, oder auf den Sonntag, also die Videos, die sollen immer am Dienstag, weil ich da immer lange arbeiten muss, und am Sonntag kommen. Ja, und alles dazwischendurch wird dann spontan kommen. Also nicht spontan, also ein Livestream werde ich schon vorbereiten, Euro Truck Simulator, dass ihr Bescheid wisst. Also zum Beispiel den am Mittwoch und den am Freitag, den werde ich immer vorbereiten. Und alles andere werde ich, so wie ich Zeit habe, vorbereiten. Gibt mir aber die Gelegenheit, da entspannter zu sein. Jetzt sagt ihr, na, sind da nur 3 Videos weniger. Ja. Sind es ja auch. Aber die 3 Videos dauern auch manchmal 1,5 Stunden, um das alles zusammenzusuchen. Dann funktioniert das nicht. Dann stürzt das Spiel ab, dann baust du den LKW, dann fährst du eine Tour, dann bist du zu dämlich und vergisst die Aufnahme zu drücken. Wie zum Beispiel, warte mal, geht denn die Aufnahme? Oh ja, 13 Minuten schon. Ja, dann geht es. Warum fahren wir eigentlich komplett durch Berlin? Das ist auch doof. Wir wollen nach Rostock. Hätten wir doch Berliner Ring. Ach, je. Ja, halt solche Sachen, ne? Was haben wir denn noch? Ein Kilometer? 211. Na ja, fahren wir durch Berlin. Gucke an. Mal schön anhalten hier bei Rot. Eieieiei. Und was aus dem Dekolleté rutscht? Nö, ne? Aber schön die Beine rasiert, ne? Ja. Guck mal hier, die träumt immer noch von mir. Oh, das wird heute schön. Lass uns mal richtig knallen heute. Ah. Oh. Also irgendwie mag ich die mehr. Das ist meine Edeltraut. Oh. Fährt er nicht. Ach, ey. Da haben wir es wieder. Da haben wir es wieder. Kann ich jetzt fahren noch? Ja, ne? War gelb. War dann rum. Ja, wie gesagt, das wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Wir werden viele andere Spiele noch sehen und wir werden auch immer noch dieses, wie sage ich immer, Singleplayer, diesen Entspannungs-Livestream machen. Junge, Oliver. Aber fast über die Dings rüber gedonnert. Ja, wie gesagt, Entspannung, das bedeutet einfach, ich brauche nicht hier von Lenkrad sitzen, dies und das. Und für mich ist auch wirklich manchmal Multiplayer Stress. Ja, wenn du dann halt die Kosmonauten dann hast, die einen ein bisschen so ärgern, die so das, ja. Aber wie gesagt, das mit dem richtigen Umsturz oder Änderung, das wird erst bei 100k passieren.
Ihr habt es ja wahrscheinlich schon gemerkt, dass ich nicht mehr so viele unterschiedliche Simulationsspiele bringe. Oder wenn, dann einfach nur ins Livestream, weil mir die Zeit einfach fehlt. Das ist einfach wirklich Fakt. Mir fehlt die Zeit, da noch mehr zu bringen, andere Simulationsspiele. Und dann habe ich gesagt, ich fokussiere mich einfach jetzt ein bisschen mehr auf den Euro Truck Simulator. Und auf den American Truck Simulator und alles andere wird dann hauptsächlich live kommen. Ja, wir werden bestimmt, wenn wir die 100k, dann wird es auf jeden Fall ein Special geben, wo ich dann gewisse Spiele spiele, die ich im Vorfeld euch gebe. Zum Beispiel ein Horrorspiel, ein Euro Truck Simulator. Da wird dann halt so ein richtig langer Livestream sein. Vielleicht so ein 12-Stunden-Livestream mit Euro Truck Simulator. Mal kurz Pause. Dann Horrorspiel und dann noch was anderes. Ja, zum Schluss dann so ein Horrorspiel. Könnte man durchaus machen als krönenden Abschluss. Ja, was haltet ihr davon? Das könnte man durchaus machen. Aber ich möchte auch so eine Art Just Chatting machen. Wenn ihr zum Beispiel abends irgendwelche Sachen sind, wir einfach, ja, ich habe eine halbe Stunde Zeit und ein Stündchen. Ich mache hier Just Chatting, irgendein Thema, was mir ja gerade so auf dem Herzen liegt. Und dann quatschen wir einfach drüber. Ja, lass uns sein, dass irgendwie von SES sind irgendwelche News, die werden schon kontrovers diskutiert und dann machen wir dann einfach Just Chatting. Dann ist der Chat mit drin in meine Fresse und dann quatschen wir einfach mal. Aber dafür muss ich natürlich noch ein bisschen mein Equipment noch ein bisschen ändern. Ich werde dann noch eine andere Webcam hier irgendwie machen. Alles, ich bin nicht so ein Fachmann in der ganzen Schrotsache, deswegen dauert das alles ein bisschen länger, ja. Hier, Lucky Lucky, 12 o'clock finish. Ja, ist aber ein bisschen schwierig mit der Zeit, ne? Der Umstellung. Oh, sieht das schön aus. Ja, ich hoffe, dass es auch bei der CML so weitergeht. Na, kann man nur Danke sagen, dass sie so mich immer mitfahren lassen. Dann mal wieder Leute sind und wir werden definitiv auch noch andere Projekte unter dem Namen der CML mitmachen. Also das Jahr 2021 gibt uns ja noch ein paar Simulationsspiele an die Hand, wo wir uns dann nochmal verwirklichen können. Ja, Firefighting Simulator, das hatten wir ja gleich. Hat mich irgendwie nicht gereizt, muss ich sagen. Hat mich nicht abgeholt. Deswegen habe ich da auch nicht großartig was gebracht. Es soll ja hier der Bus Simulator 21 kommt, da könnte man bestimmt ein paar Livestreams machen im Multiplayer mit ein paar Leuten zusammen. Durchaus sehr interessant. Ich hoffe, dass irgendwann mal noch so ein Bausimulator kommt, dass wir mit Moses da ein bisschen Spaß haben. Aber da gibt es noch keine richtigen Informationen diesbezüglich. Deswegen lassen wir es einfach mal in den Raum zu stehen. Notruf 2. Das könnte durchaus einen Platz einnehmen, wo wir dann einfach mal Maximus, der Oberschlauchträger, hier ordentlich mit einem C-Schlauch, C-Schlauch Maximus, ja, wenn das alles so läuft, aber ich habe da so meine Zweifel, dass das wirklich so richtig läuft. Ja, und dann, Sebas, darauf, da habe ich echt hohe Erwartungen dran, mit den Leuten bei Sebas auch dann mal auf den Sonntagabend oder auf den Samstag einfach mal eine Runde Bus zu fahren im Multiplayer. Das hätte ich schon irgendwie ein bisschen Bock dazu. Ja? Also, aber schlussendlich, falls der ein oder andere dann jetzt sagt, die Livestreams, ja, die werden immer als Video bleiben. Und deswegen will ich auch diese Mischung machen. Singleplayer, SCS Multiplayer, ich nenne es einfach mal SCS Multiplayer, wie er denn so richtig heißen wird, weiß ich nicht. Und dann diesen ganz großen Multiplayer. Das sind so, ja, die Phasen. Und im Umkehrschluss habt ihr von der Watchtime, ja, mehr. Ja. Ihr habt mehr davon. Und das merke ich auch immer wieder, dass jetzt, ich denke mal, das wird auch am Facecam sein, dass die Leute länger dran bleiben. Und
Ja, zurzeit momentan muss ich sagen, mehr auch beim Euro Truck Simulator. Sind ja manchmal über 200 Leute. Ey, das ist Hammer. Ich sage immer so, wenn es 80 bis 120 Leute sind, ist das geil, die beim Livestream dabei sind. Ja, ist das absolut cool. Wenn 150, das ist schon mega. Aber wenn es über 200 ist, ist schon abgehoben. Das ist schon richtig. Ja, stellt euch das mal vor. Ja. Hey, also mal gucken, wo der Weg hingeht. Und wir hoffen auch, dass wir alle auch unverletzt ins neue Jahr kommen. Das ist natürlich auch wichtig, dass wir richtig mit voller Tatendrang wieder unserer Bestimmung folgen. Welche Bestimmung ihr auch habt, setzt ihr auf jeden Fall durch. Und gerade für diejenigen, gerade jetzt hier in der Schulphase, lernt. Bitte, bitte, bitte lernt. Es ist verdammt wichtig, auch wenn die Motivation total im Arsch ist. Ich kann es nachvollziehen. Aber ihr braucht es und ihr werdet es auf spätestens in ein paar Jahren, wenn es darum geht, mit Arbeit, dann interessiert keinen mehr, was damals für eine Krise war. Es interessiert einfach keinen mehr. Ja, du musst dann abliefern. Dann geht's hier rum. Ja? Das ist so, so. Ja? Muss ich sagen, das ist ein schöner Nebenverdienst, was ich hier habe. Was natürlich auch das Finanzamt und YouTube sagt. Die nehmen dann halt auch was. Größten Teil ist wirklich durch Werbeeinnahmen. Und dann kommen meine Mitglieder. Das ist Hammer. Und dann kommen hier Premiere. Oder nee, nicht Premiere, hier Prime. Und ich hoffe, dass es dann auch sowas gibt, dass die Leute, die Prime haben, auch ja umsonst das dann eine Mitgliedschaft. Das würde ich auf jeden Fall feiern, ja. Gerüchte zufolge soll es ja geben. Aber über 100 Mitglieder, deswegen habe ich das auch so gestaffelt. Weil ich weiß, es wollen welche einen unterstützen und haben nicht 5 Euro. Wir haben nur 1 Euro oder hier 1,99, ja. Ist doch geil. Das tut nicht ganz so doll weh. Ist ein Eis weniger. So, ach, ich habe gar keinen Kaffee mir gemacht. Ich habe ja noch meine CML-Tasse. Ah, naja gut, das werde ich bestimmt noch einen Livestream machen. Ach, schön. Guck mal, wir haben jetzt eine richtig schöne lange Tour. Wir sind noch nicht da. Und so in der Art wird es dann auch sein. So wird das dann auch irgendwo passieren. Wir fahren so früh los und fahren in den Abend hinein, geben unsere Fracht ab und sind dann so richtig glücklich. Ja. Das war schön. Herrlich. Hier, wie es hier alles dunkel ist, die Fahrzeuge beleuchtet. Eieieiei. Oh, jetzt wollen wir mal ein bisschen hier rausmachen. Was hier anlehnen. Und mal schön genießen. Ach, eigentlich war es ja ein schönes Jahr. Also mit euch zusammen. Und ohne euch, aber ich würde nicht so Livestream-mäßig machen. Oh, Bremse, 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 Bremse. Ja. Oh. Mal hier lang. Da kommt nix. Mal den mal hier vor. Der lässt mich heute. Ja, guck mal hier, so schön entspannt, wie ich hier fahre. Weil meistens sitze ich immer so. So sitze ich, wie so ein Idiot. Aber eigentlich, warum könnt ihr nicht hier so gemütlich so sitzen? Einfach so. Ah, weil ich immer denke, ich bin da so weit weg. Das fokussiert meine Augen gar nicht mehr. Wenn du hier vorne hier noch dieses Ding da hast, blendet ihr auch noch. Ich werde mir auf jeden Fall hier noch so eine andere Softbox dann irgendwann mal holen, aber es wäre alles jetzt noch zu teuer. Dann werde ich mal mit dem Greenscreen. Ich habe zwar hinten den Greenscreen, der arbeitet auch, aber ich habe den noch nicht. Lasse das alles noch übers Programm hier laufen von Nvidia. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Hätte ich eigentlich noch gar nicht den Greenscreen. Naja, doch, hier sind ja noch ein paar Absätze. Ah ja, ist egal.
Ich habe auch hier oben, habe ich ja auch ein Headset, ne? Biodynamic und ich habe immer noch mein altes Logitech. Ich bin denn, das ist einfach nur schlimm, der Bengel. Ja, ich weiß. Komm, weil es jetzt eben so schön ist und wer es noch nicht gemacht hat, ne? Jetzt, na, die Katze, ups. Ah! Wir werden jetzt nochmal einparken hier. Ah ja. Wenn wir schon nicht knallen können, dann machen wir es wenigstens so heute Nacht. Wo ist hier? Ich schon sagen, kommen wir hier diesen Huckel nicht rüber? So, pass auf, wir parken jetzt nochmal ein. Da vorne ist es. Wir machen das jetzt nochmal auf schön entspannt. Mal sehen, ob der Maximus zum Jahresabschluss das noch hinkriegt. Aufpassen hier. Ja. Ach, Junge. Alter, denk mal, das werden wir wohl hinkriegen heute hier. Werden wir wohl mit meinen Scania hier hinkriegen. Ah, ich. So, Freunde. Ach, hey. Krieg Sonny hin. Na los. Ich eier hier was rum, ich eier Hals hier. Ach, leck mich doch. Also so wie das Jahr endet, es kann nur besser werden. Na guck mal, vielleicht kriege ich ja trotzdem den Triggerpunkt hier. Verdammt, nicht. Es ist ja auch dunkel, ne? Ach. Wurde der LKW aber jetzt wütend. Ich weiß, ich kurbel einfach immer viel zu viel rum. Ist es selber. Ach, hier, scheiße, Mensch, das kennt er ja. Das fängt aber auch. Mensch, das ist auch glatt wie Sau. Hier liegt ja auch überall eine Katze. Ach, hör auf. Feierabend. Ich höre auf mit YouTube, ey. Das ist jetzt wahrscheinlich das Beste. Einfach aufhören. Leco mio Esperanto. Bringt alles keine Punkte. Ja, aber wir sind jetzt hier fertig. Wir sind gut genährt über das Jahr gekommen. Ich hoffe, den einen oder anderen geht es trotzdem. Ich habe hier hinten irgendwie eine Beule, ey. Was sag ich denn? Ich krieg hier zu viel Hirn. Das ist eindeutig zu viel Hirn. Dann kommt jetzt hier eine Beule, habe ich hier. Also egal. Ja, wir sind eigentlich gut durch das Jahr gekommen. Also ich zumindest, muss ich sagen. Und es wird für alle auf jeden Fall nächstes Jahr definitiv besser. Und für diejenigen, die zu Hause feiern, im engsten Freundeskreis, nicht vergessen, Ekel Alfred gucken. Und wer das nicht weiß, ein Herz und eine Seele, das ist Pflicht. Wenn ihr nämlich das guckt, denkt einfach auch an Maximus, der guckt das nämlich dann auch mit Tonichen. Die Mädels meckern dann halt nur rum, aber ist egal. Ja, wir gucken es trotzdem, trinken dann ein Feuerwasser und sind glücklich. Und ja. So. Aber Vizekatze sagt, ich soll jetzt die Klappe halten. Dann halte ich jetzt die Klappe und wünsche allen noch einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Warte mal, ist der 31. 31. ist doch ein Donnerstag. Dann werden wir doch morgen, ist doch der Freitag. Ja. Das ist doch Freitag, da werden wir eine Runde Euro-Taxi-Simulator Livestream machen. Genau, 20.30 Uhr geht's wieder los. Hoffentlich bin ich fit. Ja, so sieht es aus. Also mit den Worten mache ich jetzt erstmal einen Fisch. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.